Stellt die Meinungen ein, dass die Liebe gedeiht. Lasst die Liebe blühen, dass der Frieden wächst. Lasst den Frieden in euer Herz, dass die Menschen erlöster aussehen. Befreit den Menschen, damit er von den Ansichten lässt und die Meinungen einstellt, dass die Liebe gedeiht. Lasst die Liebe blühen, dass der Frieden wächst. Lasst den Frieden in euer Herz, dass die Menschen erlöster aussehen. Befreit den Menschen, damit er von den Ansichten lässt und die Meinungen einstellt und sagen kann, ich bin für dich und nicht gegen dich. Ich bin mit dir und nicht vor dir oder nach dir. Ich bin neben dir und nicht über dir. Ich bin bei dir, auch wenn du gegen mich bist. Lasst uns Gottes versammelte Großzügigkeiten werden und seine Artisten sein, die Welt überwinden. Nicht mit Leichtigkeit, gewiss, aber mit Zuversicht, Geduld und Freundlichkeit. Lasst uns Nachsicht üben, wo andere einen Schlussstrich ziehen. Lasst uns spielerisch auftreten, wo andere mit dem Fuß aufstampfen. Lasst uns Feinde in Freunde verwandeln. Darum stellt die Meinungen ein, dass die Liebe gedeiht. Lasst die Liebe blühen, dass der Frieden wächst. Lasst den Frieden in euer Herz, dass die Menschen erlöster aussehen. Befreit den Menschen, damit er von den Ansichten lässt und die Meinungen einstellt und sagen kann, ich bin für dich und nicht gegen dich. Ich bin mit dir und nicht vor dir oder nach dir. Ich bin neben dir und nicht über dir. Ich bin bei dir, auch wenn du gegen mich bist. Viele sagen, das sei ihnen unmöglich. Andere sagen, das entspräche nicht ihrem gesunden Menschenverstand. Es kann auch nicht unserem Verstande entsprechen. Es kann nur der Liebe Gottes entsprungen sein und ist ein Geschenk außerhalb unserer Reichweite, außerhalb der Geschichte. Öffnen wir unsere Augen und unsere Herzen und nehmen wir endlich das Geschenk an. Es ist unsere einzige Chance, Weltfrieden zu machen und allen Menschen ein Wohlgefallen zu bereiten.